Willkommen zu meinem neuen Video und zu meiner neuen Reaction zu Elifs Album Nacht. Und dieses Mal ist es Feind. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist hier ein Feature dabei, was er auch bei Insta gemeint hat. Und ich hoffe, ich sag's richtig, dass es das richtige Feature ist. Assad, nicht Assad, sondern Assad. Ich hoffe, ich sag's richtig und dass es der richtige Typ ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Zu 95% bin ich sicher. Gut, bin mal gespannt, ob Feind mithalten kann mit Lippenstift, weil... Dude, das war ein Brett, das war ein Brett. Wenn du im Bus sitzt, aber nicht raus willst, obwohl es gerade deine Haltestelle ist. Wenn du keine Luft kriegst und nur noch raus willst, denn hier kannst du nicht sein, wie du bist. Dir soll's keiner ansehen, doch nachts in dem Bett träumst du von einem normalen Zuhause, in dem alles einfach ist. Ich war auch hier, bitte glaub mir. Nicht jeder, gegen den du kämpfst, ist ein Feind. Und du musst nicht so hart zu dir sein. Die größte Enge geht mal vorbei. Okay, hier kommt mir wieder so vor, dass sie mehr wieder auf mäßig Pop geht. Das ist eher so Rap, eher weniger Rap, sondern mehr Pop-mäßig, okay? Auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Und immer wenn du kein Aber die Line ist gut, also der Text so, nicht jeder, gegen den du kämpfst, ist ein Feind. Muss ja auch nicht jeder ein Feind sein. Ja. Wenn dich alles abfuckt und du keinen Bock hast, dahin zu gehen, wo keiner dich versteht. Und du siehst die anderen, die niemals allein sind. Ich weiß, du wärst so gerne so wie sie. Dann sitzt du am Fenster und nimmst noch einen Zug. Und es macht dich so fertig, immer zu denken, alle sind besser als du. Ich war auch hier, bitte glaub mir. Nicht jeder, gegen den du kämpfst, ist ein Feind. Und du musst nicht so hart zu dir sein. Die größte Enge geht mal vorbei. Auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Und immer wenn du keinen Ausweg mehr siehst, ist jemand für dich da, der dich liebt. Nicht jeder, gegen den du kämpfst, ist ein Feind. Und du bist nicht allein. Okay. Die Hook ist nice, der Übergang ist nice. Die Line zum Schluss, also nicht jeder, gegen den du kämpfst, ist ein Feind, ist nice. So mittenmäßig, weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Also ist geil. Flasht mich jetzt aber noch nicht so sehr. Noch nicht, aber. Okay, jetzt kommt mal Astro-Schätzung, oder? Du fühlst dich allein gelassen und vom Glück betrogen. Deine Hoffnung ging verloren, dein Blick geht zu Boden. Du denkst, dass das Pech dir an deinen Fersen klebt, doch blickst du in den Himmel statt zum Boden. Kannst du Sterne sehen, nicht alles geht, doch vieles, wenn du es versuchst und daran glaubst. Glaub mir, ich war auch hier, doch ich kam da raus. Guck, jedem geht mal irgendwann im Leben alles auf den Sack, doch Leben ist vor allem, was du daraus machst. Glaub an dich. Nicht jeder, gegen den du kämpfst, ist ein Feind. War die Stelle jetzt da anders? Hat sie die jetzt anders ein bisschen gesungen? Die größte Enge geht mal vorbei. Ja. Auch wenn du es gerade nicht sehen kannst. Und immer wenn du keinen Ausweg mehr siehst, ist jemand für dich da, der dich liebt. Nicht jeder, gegen den du kämpfst, ist ein Feind. Und du bist nicht allein. Okay. Muss ich mal so sagen, also Lippenstifter, da kann das wieder so bleiben, kam es nicht dran, das ist klar. Ich würde so sagen, das Gesinge oder das, ja, es, warte mal. Wenn du keine Luft kriegst und nur noch raus willst, denn hier kannst du nicht sein. Ja, das so mäßig war jetzt nicht so mein Fall, sag ich mal. Aber sie hat den Übergang gemacht, was ich halt so liebe mit ruhig, bam. Das ist wieder, also, ups, das übliche, bam, das war wieder voll meins. Die Hook ist nice, die Hook ist auch ein bisschen, habe ich jetzt auch schon.
Und bei Us hat sein Teil habe ich eigentlich gar nicht zugehört. Also ich wollte versuchen, den Text zu kopieren, aber pff, Wayne. Und dann halt wieder die Hook. Okay. Ja, ich würde sagen, ist jetzt einer der Songs, der was eher halt unten ist. Also das war bis jetzt, finde ich, ist schwächster Song im Album. Finde ich. Außer die Hook. Die Hook hat es wieder rausgerissen. Das heißt, so punktemäßig, wenn ich von der Punkte her gehe, ist es mit der Hook, wenn ich nur von der Hook ausgehen würde, wäre es eine 7, sonst wäre es eine 6. Ja, komm hin. Also nur, wenn sie, weiß ich nicht, wenn sie, ja doch, wenn sie bei dem, was sie so gesungen hat wieder, wenn sie dort ein bisschen, ja, ein bisschen schneller gewesen wäre, das war ein bisschen zu langsam, wenn sie ein bisschen schneller gewesen wäre, dann wäre das gegangen, also das heißt ein bisschen schneller. Ein bisschen langsamer als die Hook war. Ja, das kommt hin. Ein bisschen langsamer als die Hook war. Und dann hätte ich gesagt, okay, ist doch eine 7. Die Hook hat es komplett rausgerissen. Und so der Text selber war auch nice. Aber so, Ist so lala. War ein bisschen zu langsam für mich. Aber halt, da bam, die Hook war nice. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie gesagt, für mich mit der Hook alleine wäre es eine 7, so ist es eine 6. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn es beim nächsten Video. Der Song war eher einer der schwächeren, oder eher eigentlich nur der eine schwache bis jetzt. Aber ich glaube, das ist auch der einzige, was ein bisschen schwach ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.